Die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Hier sitzt der ehemalige Fußballprofi Breno seit einem Jahr seine Strafe ab. Im Juli 2012 wegen schwerer Brandstiftung zu 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt, kann der ehemalige Spieler des FC Bayern nun darauf hoffen, Freigänger zu werden. Er scheint sich dort sehr gut, sage ich mal, eben benommen zu haben, so dass man schon, ich würde mal sagen, hoffnungsvoll schauen kann, dass er irgendwann dort eben so eine Art Freigang bekommen könnte. Das würde so aussehen, dass man von 8 bis 8 eben dann dort diese Justizvollzugsanstalt verlassen darf. Er müsste einen Job nachweisen, den würden wir ihm natürlich anbieten. Bei Brenos Verurteilung wurde der FC Bayern noch kritisiert, unter anderem von seinem Berater Giovanni Elber. Der Verein hätte sich nicht ausreichend um den Brasilianer gekümmert. Der Rekordmeister beweist spätestens jetzt das Gegenteil. Es wäre meiner Meinung nach auch wünschenswert für ihn, weil er dann ja auch als Fußballprofi zumindest diese körperlichen Geschichten wie Training etc. auch zum Teil nachgehen könnte. Also es wäre in unserem Interesse, wir sind daran interessiert, dass der Junge eben nach all den Problemen, die er da ohne Frage hatte, durch diesen juristischen Fall im letzten Jahr auch eben mit der Gefängnisstrafe, dass er irgendwann eben wieder ins normale Leben kommt und dann eben auch seinen Job wieder ausüben kann. Wir sind dazu bereit. Die Brandstiftung in seiner gemieteten Grünwalder Villa verursachte einen Millionenschaden und beendete vorerst Brenos Profikarriere. 2008 als großes Talent von Brasilien nach München gekommen, hofft der 23-Jährige jetzt auf einen Neuanfang.